als Trennte weicht, wir können uns verstehen, weil wir dir heilig sind, wir Menschen und die Erde. Sprichst du nein, dein Wort es werde. Weil wir dir heilig sind, dürfen wir einander auch heilig sein. Die Idee ist, dass wir Menschen einladen, die einfach unterwegs sind, mitten in der Stadt, dass sie dazukommen können, sich hinsetzen können, miteinander ins Gespräch kommen können. Und so sich auch erinnern oder wieder in Erinnerung gerufen bekommen, was damals im Abendmahlsaal passiert, dass Jesus mit seinen Freunden zusammen gegessen und getrunken hat. Und das wollen wir jetzt hier in Niederroden, ja, mitten auf der Straße nochmal erlebbar machen. Muss man katholisch sein? Also bei uns ist jeder willkommen, jeder darf sich einfach hinsetzen und bedienen, miteinander ins Gespräch kommen, egal ob katholisch, evangelisch oder welcher Religion oder Konfession auch immer, jeder ist herzlich willkommen. Du dich auf uns ein, weil wir dir heilig sind, sprichst du neu dein Wort, es werde. Ja, dass wir zum Beispiel manchmal auch Musik hören und einfach gehen, werden wir auch essen. Mir hat mal jemand gesagt, in der Küche gibt es die tiefgründigsten Gespräche und das kann ich unterschreiben. Also was da für Themen aufkommen und worüber man spricht, ist meistens viel tiefgründiger, als wenn man sich einfach nur so trifft, ohne zu essen. Ja, unbedingt. Man braucht vielleicht ein, zwei Menschen in seiner Umgebung, vielleicht auch in der eigenen Familie oder im Freundeskreis, in der WG oder wo auch immer. Und diese Fragen kann man sich gegenseitig stellen und sich auch dadurch besser kennenlernen. Auch vielleicht im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Da wäre die Frage, an welcher Stelle hättest du gerne gesessen? Neben Jesus direkt oder weiter weg? Welche Person auf dem Bild wärst du? Weil wir dir heilig sind, wir Menschen und die Erde.